In der Jugend rennen die Leute, Thema Kosten, mit der Gesundheit hinter dem Geld her. Ja. Und im Alter rennen sie mit dem Geld hinter der Gesundheit her. Ja, mein heutiger Gast ist Stefan Böse-Hanning, seines Zeichens guter Freund aus Gronau, das soll es geben. Gelernter Pharmazeut, aber sehr interessiert auch an philosophischen Themen. Und ich sprach mit ihm generell über diese Idee der Kamingespräche und er hatte wirklich gute Tipps für mich, dass ich jemand sagte, du gib mir nicht einfach nur die Tipps, sondern komm doch einfach bitte hierhin. Und dementsprechend, bester Stefan, schön, dass du heute hier bist. Danke, danke für die Einladung. Ja. Jetzt weiß ich, du bist sehr, sehr vielseitig interessiert und wir könnten da einen Wust, ein ganzes Buch, ein Lexikon aufmachen, aber wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir uns ein bisschen konzentrieren. Und was mich interessieren würde, ist so ein bisschen von meiner Heimat her, das heißt das Thema Immobilien, Gebäude, Architektur. Wie stehst du dazu und kriegen wir da irgendwie auch einen Bogen geschlagen, Architektur und Gesundheit? Ich denke ja. Architektur ist ja eines der Themen, die häufig sehr nüchtern gesehen werden. Es geht um das Errichten von Gebäuden. Aber letztendlich geht es ja um das Wohlbefinden der Menschen, die darin arbeiten und leben. Okay. Oder auch bei Spezialgebäuden, nehmen wir zum Beispiel Krankenhäuser, Leute, die in Gebäuden gesund gemacht werden sollen. Das heißt der Gesundungsprozess. Und dadurch haben wir schon eine Verbindung zwischen Gebäude, Gebäudebeschaffenheit und Menschen und Gesundheit. Das ist die Frage, die, das habe ich dir letztens auch schon mal gestellt, als wir privat zusammen waren, wie definiert man eigentlich Gesundheit? Und die Frage irritiert sehr, sehr viele. Wenn ich die Leute das gefragt habe, kommt häufig die Sache, dass eine Negativdefinition gegeben wird. Das heißt, es wird nicht geantwortet, was Gesundheit ist, sondern Gesundheit bedeutet das Nichtvorhandensein von Krankheiten. Nur ist Gesundheit aber viel, viel mehr. Und da gibt es eine WHO-Definition, die kommt noch aus den 60er, 70er Jahren. Und die WHO definiert neben der Bezeichnung, dass das Nichtvorhandensein von Krankheiten da sein muss, die Definition aber auch positiv. Das heißt, Gesundheit bedeutet Wohlergehen in körperlich, geistig und sozialen Belangen. Mhm. Und zu den sozialen Belangen gehört, und körperlichen Belangen gehört auf jeden Fall auch mit das Wohlbefinden in den Räumen, die ich bewohne, in denen ich lebe. Jetzt dachte ich schon, mein Ansatz bei Gebäuden, bei der Architektur, dass ich über Gebäudekonzepte und nicht nur über Baukosten rede. Das heißt also auch sowas wie Ästhetik, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit. Und ich muss ehrlich gestehen, Gesundheit weniger. Wie weit ist es mit Nachhaltigkeit verbunden? Ist das ein Teilaspekt? Kann man da irgendwo eine Verbindung herstellen oder ist das für dich nochmal ein ganz separates Thema? Es gehört absolut zusammen. Das ist wirklich passend, weil die Gesundheit der Menschen ist natürlich auch mit der Ressourcennutzung verbunden. Wir haben jetzt gerade im Moment ganz aktuell die Diskussion mit dem Verbrauch und mit den Emissionen von Dieselfahrzeugen. Hat man früher so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und genau das Gleiche ist im Bereich der Bauhygiene und der Baugesundheit. Wir kennen das zum Beispiel jetzt. Im Moment haben wir die Sache, dass wir versuchen, energetisch zu optimieren. Man baut heutzutage nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Faktoren. Das heißt, man guckt in der Ökologie, wie können wir dazu beitragen, dass die Leute möglichst gesund in ihren Gebäuden leben können. Mhm. Auch das wird berücksichtigt. Kernthema zum Beispiel, was jeder von uns kennt, Luftfeuchtigkeit in Räumen. Mhm. Jetzt haben wir im Moment gerade diese Niedrigenergiehäuser, wir haben extrem dicht schließende Fenster, das ist viel, viel mehr dein Metier als meins. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir ein Feuchtigkeitshaushaltsproblem bekommen und deshalb kommt es zu vermehrtem Schimmelbefall in Wohnungen, in Häusern und so weiter und dem muss natürlich Rechnung getragen werden, auch bauseits. Anderes Thema, Thema der Ökonomie. Die Gebäude müssen, Thema Nachhaltigkeit, auch auf Zukunft gesehen, für die Bewohner finanzierbar sein. Es mag sein, dass die Grunderrichtungskosten hoch sind, aber dafür in der Nutzungsphase ein sehr günstiges Wohnen dort möglich ist. Jetzt wieder energetisch oder sonst was. Auch diese Dinge müssen berücksichtigt werden. Und da kommen wir auch in den Bereich der Nachhaltigkeit. Wir können die Ressourcen, die uns unser Planet, und wir haben nur den einen, nur ein einziges Mal verbrauchen. Wie weit ist die Gesellschaft denn? Weil ich habe solche und solche Leute in meinem Umfeld. Ich kenne welche, die zum Beispiel nur auf Baukosten achten und die nicht so langfristig denken. Es gibt, glaube ich, einen Wandel, dass wir schon dieses, ist es ein Modewort oder ist es ein sehr wichtiges Wort, Nachhaltigkeit heute ernster nehmen als vielleicht noch vor
einiger Zeit. Ja, da sprichst du einen ganz wunden Punkt an. Das Problem ist, dass die meisten Leute dann Bewusstsein entwickeln, wenn sie damit hart konfrontiert werden. Mhm. Man nennt es ja diesen sogenannten Schuss vor den Bug. Mhm. Das haben wir im Bereich der Gesundheit natürlich. Ich als Apotheker habe das lange, lange erfahren. Immer dann, wenn die Leute plötzlich mit einer Krankheit, mit einer Gesundheitsstörung konfrontiert sind, die sie vorher nicht hatten. Und dann versucht man zu optimieren. Daher gibt es ja auch diesen lustigen Spruch, in der Jugend rennen die Leute, Thema Kosten, mit der Gesundheit hinter dem Geld her. Ja. Und im Alter rennen sie mit dem Geld hinter der Gesundheit her. Okay. Sprich, du fragst mich, ob das Bewusstsein da ist. Das Bewusstsein bildet sich aus. Ja, wir haben dieses Bewusstsein auch, nehmen wir zum Beispiel Ernährung. Wir haben früher uns darüber Gedanken gemacht, dass ausreichend zu essen auf dem Tisch ist, gerade nach dem Krieg. Mhm. Ich bin jetzt zwar noch nicht so alt, aber ich darf das trotzdem mal erwähnen. Heutzutage ist es so, dass die Leute sich nicht nur Gedanken machen, dass genug da ist, sondern auch, dass man sich gesund ernährt. Das hat zu dieser Stilblüte geführt, dass wir jetzt im Moment gerade sogenanntes Functional Food haben. Mhm. Essen alleine ist es nicht mehr, sondern man hat einen Gedanken, man möchte mit dem Essen gesunder werden. Mhm. Sprich, man hat quasi fast ein Arzneimittel in Form von Essen und Trinken. Siehst du denn das als gewisse Trends, die einfach mal cool sind? Oder ein Bewusstseinswandel? Es ist ein Bewusstseinswandel. Ich will noch besser sagen, es muss ein Bewusstseinswandel werden, weil wir einfach uns Gedanken machen müssen, wie wir mit dieser Endlichkeit der verfügbaren Ausgangsstoffe auf unserem Planeten in Zukunft haushalten wollen. Wir leben ja nicht jetzt nur für uns, sondern auch für nachfolgende Generationen. Und es geht nicht nur darum, eine Welt zu haben, die uns einen möglichst guten Benefit bringt für unsere persönliche Glückssituation, sondern es geht darum, auch eine Welt zu hinterlassen, die Kindern, Enkelkindern und in Zukunft belebenswert ist. Jetzt sage ich mal, auf der einen Seite gibt es die Politik, Rahmenbedingungen. Sollte sich sicherlich da Gedanken machen. Auf der anderen Seite haben Wirtschaftsunternehmen, glaube ich, auch schon einiges in ihrer Macht, auch Umgang mit Ressourcen. Und natürlich nicht unbedingt nur eine Person, aber die Gesellschaft, das heißt jeder Einzelne in der Masse. Ich glaube, das kann man schnell abhaken, dass nicht eine Gruppe nur gemeint ist oder eine Gruppe die Welt retten kann, sondern alle. Und das heißt wiederum runtergebrochen, hast du Ansatzpunkte für mich, für uns hier? Wo ist vielleicht der größte Schellhebel? Ist es mein Essen? Ist es mein Auto? Ist es mein Job? Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Ich finde die gut, die Frage. Letztendlich ist es aber so, es geht um dich selbst. Deshalb eine allgemeingültige Regel aufzustellen, ist nicht wahr. Wir können natürlich jetzt ganz hochtrabend philosophisch reingehen in den kategorischen Imperativ. Kurz und einfach gesprochen ist, Handel steht so, dass das, was du tust, auch für alle anderen okay ist. Oder? Das ist ein schöner Spruch. Genau. Und diese Sache ist wirklich gerade auch im Bereich der Ressourcenschonung, der Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wir haben Zeiten erlebt, zum Beispiel im Bankwesen, im Finanziellen, da ist wirklich Geld gemacht worden. Mit Produkten, die überhaupt keine Nachhaltigkeit hatten. Das Ganze hat ausgeufert oder hat sich nachher letztendlich entladen in dem Platzen der Immobilienblase in Amerika. Und wir haben viele soziale und viele gesellschaftliche Probleme heute weltweit, die darauf gründen. Das heißt, Bildung und Bewusstsein dafür, was wir jetzt gerade besprechen, ist extrem wichtig, ist eminent wichtig für die Zukunft unserer zukünftigen Gesellschaften. Okay, aber lass uns noch mal einhaken. Du hast ja auch Gedanken gemacht, da sitzt der Ingo, der hat das große Glück, die Firma der Eltern weiterzuführen. Kommen wir nochmal auf den Bereich dann Architektur oder Bauen. Du hattest auch einmal ein Stichwort gebracht, das nannte sich Bedürfnispyramide. Ich kenne es von Maslow, richtig, aus einem anderen Bereich. Wie weit ist diese Idee in deinem Kopf fortgeschritten? Was ging dir da durch den Kopf? Natürlich im Nachgang zu dieser Sache habe ich dann nachgeguckt. Auch im Internet gibt es zu diesem Thema auch schon Publikationen und die gibt es wirklich. In einem Lehrbuch für Architektur steht auch so etwas drin. Es geht bei Architektur auch im Prinzip ganz eng angelehnt an die Maslow'sche Bedürfnispyramide um den wichtigen Bereich der physiologischen Bedürfnisse. Mhm. Das heißt einfach Schutz vor Wärme, Kälte, Nässe und so weiter und so weiter. Das kennt ihr auch, aber das ist banal im Prinzip. Jetzt gehen wir aber ein Stück weiter. Jetzt kommen die psychologischen Bedürfnisse. Das Wohlergehen in Räumen. Okay. Wir gehen mal zurück in die Zeit der Industrialisierung. Da hat es eine Entwicklung gegeben, da hat es Menschen gegeben, die neue technische Innovationen gebracht haben. Aber
Architektur, Städtebau, Wohnungsplanung und so weiter ist hinterhergehinkt. Mhm. Plötzlich hat es Ballungszentren gegeben in den europäischen Städten, wo die Industrie ansiedelte. Und die Leute hatten überhaupt keinen vernünftigen, lebenswerten Lebensraum. Mhm. Dieser fehlende Lebensraum hat dazu geführt, dass die Leute krank geworden sind. Und das ist heutzutage völlig passé. Das darf nicht mehr sein, das kann nicht mehr sein. Aber Ghettoisierung ist in der Architektur natürlich jetzt kein Thema, was die Architektur per se betrifft, aber das kennen wir. Die Leute ziehen in große... Das heißt, städtebauliche Planung muss gemacht werden, um Gesundheit und Wohlergehen der Menschen zu machen. Insofern kommt dann dieses psychologische Bedürfnis rein. Danach, aufgesattelt, auch wieder aus der Pyramide, kommen erst die Sachen der persönlichen Entfaltung der Menschen. Und ganz zum Schluss, wenn man so will, der Luxus auch. Auch das ist ja eine Sache, da kann man konträr diskutieren und kann sagen, ja, aber so besonders tolle Villen und so weiter. Aber trotzdem, sie gehören zu einem Kulturgut. Und dieses Kulturgut-Architektur im Sinne der künstlerischen Exprimierung, Architektur als Besonderheit, ist einfach eine wunderschöne Sache. Ganz spannend. Ich hatte ja auch schon mal Rob Berkens von Massarchitektur aus Hengelo hier, wo auch dieser fließende Übergang war aus der Architektur, also dem einzelnen Gebäude, hin zum Städtebau, also einem Ensemble, einem Quartier. Und da ist es natürlich schon dann auch die Frage, welcher Nutzungsmix oder wie weit eine Nutzung pro Gebiet da sinnig ist. Wir hatten da aber auch ein anderes Thema. Wie stehst du dazu, für wie lange sollten vielleicht Gebäude gebaut werden? Genau, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir in Deutschland, zumindest soweit ich das weiß, für die Ewigkeit bauen. Häuser werden nicht dazu angebaut, um irgendeine Nutzungszeit oder eine Nutzungsperiode zu erfüllen, sondern man baut ein Haus, um für sich, seine Familie oder auch Kinder, Kindeskinder nachher noch irgendwo ein vererbbares Wertgut zu haben. Ist ja auch ein schöner Gedanke, ist aber die Frage, ob das letztendlich sinnvoll ist. Ich habe dazu keine letztendliche Entscheidung oder Meinung gefällt. Ich finde den Gedanken nur interessant, mal für sich selber zu durchdenken, weil wir sind ja hier in der Grenzregion. In Holland wird ganz anders gebaut. In Holland geht man auf Bedürfnisse, die im Moment gerade innerhalb der Städteplanung haben. Man baut viel mehr Siedlungen, was in Deutschland total verpönt ist, und schafft damit Wohnraum für Leute. Auch in Holland ist es völlig üblich, dass die Leute wesentlich flexibler sind. Wenn jemand zum Beispiel einen Berufswechsel durchführt, geht man hin, hat ein Haus oder eine Wohnung und es wird bei einer Veränderung des beruflichen Wirkungsortes einfach ein Schild in den Garten gestellt, to cope. Ja. Das heißt, das Haus wird verkauft und man zieht ins nächste Haus. Ist in Deutschland undenkbar. Aber da haben wir ja, glaube ich, dann auch wirklich, weiß nicht, ob das Charakterzüge sind eines Volkes oder vielleicht auch das, was man über Jahrzehnte, Jahrhunderte erlebt und vererbt oder weitergegeben hat, glaube ich, eine Rolle, ne? Dass wir Deutschen da vielleicht auch anders ticken. Und deswegen die Frage ist ja, das mal auf den Punkt zu bringen und zu überlegen, ist der Status heute noch den wir haben wollen? Und die andere Frage, die wir eingangs hatten, dieses, muss ich für immer und ewig bauen? Oder wenn ich natürlich jetzt wesentlich früher nicht mehr in der Nutzung gebrauche, kann ich es umnutzen und oder zurückbauen? Das wäre ja dann auch die Frage dann der Wiederverwertbarkeit und ne, dann kann ich dann die Baustoffe weiter gebrauchen, trennen, gebrauchen. Das ist ein wunderbarer Gedankengang, das geht nämlich in den Bereich der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Das Bauen und viele andere Dinge auch, dass man nicht eine quasi gesetzte Lebenszeit von Produkten hat, die dann nachher wieder abgeschafft werden, die dann nachher zum Abfall werden, zum gesellschaftlichen Problem, Abfall ist ein Problem, sondern dass man sagt, wir bauen so, dass in Zukunft die Baustoffe, die wir verwenden, im Nachgang weiterverwendet werden können oder zumindest gut recycelt werden können. Im Moment ist es so, ich weiß nicht genau, das müsstest du eigentlich besser wissen als ich, dass wenn Abrisse getätigt werden, im Großen und Ganzen eigentlich nur Bauschutt als Abfallstoff übrig bleibt. Nicht eins zu eins, natürlich gibt es gewisse Dinge wie, weiß nicht, Stahlträger, die sind, glaube ich, das einfachste Beispiel, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir zu sehr mit Verbundstoffen arbeiten, die dann nicht gut getrennt abgebaut oder dann demontiert werden können. Genau, da kommen wir ja wieder genau in den Bereich, was du mich vorher fragtest, mit der Nachhaltigkeit. Ist die Möglichkeit gegeben, dass wir dauerhaft immer wieder aus den natürlichen Ressourcen schöpfen können, umzubauen? Oder müssen wir uns Gedanken machen dazu? Ich weiß zum Beispiel, dass es im Bereich, das gehört jetzt nicht zur Architektur im klassischen Sinne, im Bereich des Straßenbaus, gibt es im Moment gerade Entwicklungen, dass man versucht, mit Plastikabfällen neue Asphaltdecken zu machen. Finde ich hochinteressant, weil es jetzt im Moment ja ein Riesenthema ist, was auch jeder fast
im Kopf hat, dass wir unsere Weltmeere zunehmend verschmutzen mit Plastikabfällen. Und so hätte man eine vernünftige zusätzliche Nutzung neben der rein thermischen Verwertung, sprich Energiegewinnung, Verbrennung. Ja, aber da bin ich ganz bei dir. Das ist ja auch die Frage, gibt es überhaupt eine Alternative, als sich darüber Gedanken zu machen, wie gehen wir mit unserem Verhalten, mit der Produktion quasi von Müll in Zukunft um, wenn die Menschheit, denke ich, noch ein bisschen länger auf dieser Erde weilen möchte. Weißt du was? Ich hörte gerade sowas wie Kreisläufe und Grundstoffe etc. Und irgendwie habe ich den Bogen geschlagen, wirklich zu dem Whisky. Und wir befinden uns ja hier in einem Whisky-Salon. Perfekt. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, dass wir einen Whisky probieren und eine kurze Pause machen. Aus dem Gälischen abgeleitet, das Wasser des Lebens. Sehr gut. Wunderbar. Davon bin ich auch schon. Dann machen wir das. Dankeschön. Han, wie immer, ich freue mich auf diesen Moment. Ja, schön, dass ihr da seid. Was hast du für Stefan und für mich heute Gutes? Ja, auch etwas von der Insel, aber Westküste, ein bisschen höher, die Insel Aran. Super schön Whisky. Aran ist eine ganz neue Distillerie, erst seit 1995 da. Machen sehr schöne Sachen. Es ist auch zum ersten Mal, dass die 18 Jahre genannt ist. Aber ich glaube nicht torfig, ne? Nee, Aran ist nicht torfig. Hamwo, einer, der torfig ist, der Bashir Bey, der hat eine Torfnote, aber diesen 18 ist Zitrusnote, ist schwer aromatisch. Hört sich gut an. Du musst sogar schon bestimmt, ich bin überhaupt nicht großartig erfahren. Ich mag es einfach, diese neuen Gerüche und Geschmäcke. Ich wollte dich gerade fragen, wie nah sind wir hier an Medizin? Ingo, okay. Bitte. So. Dann habe ich das Gefühl. Und das hilft. Stefan, Ingo. Schön, dass du da bist. Gerne. Danke. Ja, genieß es. Han, bedankt. Jetzt haben wir gerade schon einiges gehört über Ansätze, über Nachdenken, über Nachhaltigkeit etc. Und jetzt bin ich ja wirklich interessiert. Jetzt bist du leider nicht jeden Tag da, du fährst auch mal weg. Das heißt also, ich muss mich ja irgendwie noch anders informieren. Hast du einen Tipp für mich? Wie informiere ich mich in der heutigen Zeit? Gestatte mir ein bisschen auszuholen. Wir sind unter uns. Information hat sich gewandelt. Information war an sich ein Wert für sich, an sich, ohne irgendwas anderes dazu. Heutzutage ist Information, das wissen wir nicht erst seit den sozialen Medien und seit Google, Information ist ein Wirtschaftsgut geworden. Ja, sehr schön. Das heißt, wenn man die Frage betrachtet, bekomme ich ungefilterte, reine Information, muss ich mich fragen, wer verdient damit Geld? Mhm. Und genau da zielt es hin. Ist Information nicht grundsätzlich schon meinungsgefärbt von dem, der sie anbietet? Und ich denke, das ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Gerade in den Zeiten, die wir jetzt im Moment haben, politisch gesehen, der Populisten. Ich habe heute erst eine Information bekommen, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten in seinen Tweets über Twitter fast 50% Unwahrheiten verbreitet. Diese Unwahrheiten sind auch eine Form von Information, weil nicht jeder hinterfragt. Mhm. Und jetzt ist natürlich deine Frage, völlig richtig, der Ansatz. Wie kann ich das überhaupt hinterfragen? Wie kann ich mir sicher sein, dass die Information, die ich bekomme, wirklich belastbar ist? Und das geht leider nur über Arbeit. Aber in welcher Form? Arbeiten insofern, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, auch konträre Meinungen zulässt und versuchst möglichst, wir in der Naturwissenschaft haben das immer, wir nennen das sogenannte Primärliteratur. Mhm. Es gibt Sekundärliteratur, die auswertet, die bewertet und die primäre Literatur, die einfach nur darstellt, was gemessen worden ist. Mhm. Sprich für euch im Bausachverstand, als Ingenieur gesprochen, einfaches Zahlenmaterial. Letztendlich, ganz brutal gesprochen, Mathematik. Mhm. Da gibt es keine Möglichkeit zu färben. Mhm. Eins und eins ist zwei. Das sind Regeln, an die wir uns halten, die wir machen. Aber bei der Information ist so, da kommt immer Meinung mit rein. Und Meinung will Tendenzen schaffen, will Ideen versuchen zu verbreiten, will auch Stimmung machen. Und da möchte man sich ja nicht ausliefern. Ich bin ganz bei dir, dass ich auch immer sage, sozusagen mein Ingenieurstudium ist immer noch prägend, dass ich gerne auch so Fakten habe, Zahlen, also 1 plus 1 ist 2. Darauf haben wir uns festgelegt. Nehmen wir nochmal das Beispiel des amerikanischen Präsidenten.
Ich bin da sehr verwundert, dass ich nicht sogar sage, Mann, ist der bescheuert. Und dann habe ich letztens ein Interview mit einem Deutschen gelesen, der in den USA lebt. Der sagt, Leute, interessiert es euch wirklich, ob seine Frau die Hand genommen hat oder nicht? Ist das so wichtig? Und warum ist das so ein Hype auch über diese negativen Dinge? Und an anderer Stelle habe ich gelesen, desto emotionaler du von etwas bist, also desto mehr du sagst, ja, das ist so, oder auch nein, gar nicht, dass man da aufpassen sollte, desto mehr es einen mitnimmt, dass man aufpassen sollte, ob man nicht eine Vormeinung schon hat. Und eigentlich sozusagen da, wo man am emotionalsten reagiert, am ehesten den Hebel ansetzen sollte, das zu überprüfen. Kannst du dem folgen? Unterschreibst du das oder wie ist deine Meinung? Du hast absolut recht. Ich möchte das vielleicht versuchen, noch etwas weiter runterzubrechen, noch mehr zu analysieren. Information und Meinung sind zwei Sachen, die zusammengehören, die sich aber gegenseitig häufig problematisch begegnen. Wir haben eine Information und diese Information wird mitgeteilt, um etwas zu transportieren, ein Wissen zu transportieren. Jetzt habe ich allerdings zusätzlich noch die Sache, dass ich versuchen möchte, zum Beispiel einen wirtschaftlichen, einen ökonomischen Gewinn zu erzielen. Und da treffen sich genau die Ideen, die du hast. Es interessiert euch das wirklich, was die Frau von Donald Trump macht? Aus wirtschaftlicher Sicht gesprochen, für Redakteure der bildgebenden Medien, ja, das interessiert die, weil man damit Geld verdienen kann. Genau das Gleiche ist, wenn du auf all die anderen Celebrities, also diese ganzen Stars und Sternchen guckst, diese Leute produzieren sich und werden nach außen verkauft, weil es Leute gibt, die bereit sind, wirtschaftliches Gut, sprich Geld dafür zu bezahlen, diese Informationen zu bekommen. Ist das Ganze gesellschaftlich sinnvoll? Das ist die Frage, die sich jetzt anschließen muss. Das möchte ich verneinen. Es ist nicht sinnvoll, weil es zu einer Form von Heroisierung führt, die ausufert. Und es werden plötzlich Leute versuchen, Dinge nachzueifern, die eigentlich gesamtgesellschaftlich gesehen überhaupt keinen Sinn machen. Dann lass uns doch mal, wie stehst du zu dem Punkt, die Tageszeitung ist ja immer noch ein gewisses Medium, das gab es schon sehr lange, es gibt es immer noch. Wir haben auf der einen Seite Dinge, die wesentlich schneller sind, Twitter und Co., Facebook, weiß nicht, Social Media. Das heißt, dagegen ist eine Tageszeitung schon langsam, also übers Internet geht manches schneller. Besser, schlechter, möchte ich gleich von dir hören. Und es gibt ja die andere Seite der wöchentlichen Zeitschriften, der Monatszeitschriften, wo ich ja die Hoffnung haben kann, dass Dinge vielleicht ruhiger, besser, intensiver recherchiert wurden. Womit setzt du dich auseinander? Nimmst du sozusagen alle Kanäle wahr? Oder ich habe auch schon mal jemand gehört, der sagt, Tagesnachrichten, ne, lese ich mir gar nicht mehr durch, macht einen nur verrückt. Ich schaue mir nur zum Beispiel Wochenzeitschrift an. Würdest du dem folgen oder ist das auch zu kurz gedacht? Ich bin gerade im Überlegen, ich bin gerade so im Bereich des Investments und denke mir, Risikostreuung durch Diversifizierung. Ja. Was man geht das auch bei der Informationsbeschaffung? Grundsätzlich. Aus Informationen will ich ja Wissen dann machen. Es kann gehen. Ich möchte jetzt wirklich nicht in den Verdacht geraten, irgendwelche Bewertungen oder irgendwelche Empfehlungen zu geben bezüglich des Lesens von Zeitungen. Wir alle kennen eine Zeitung, die mit die erfolgreichste in Deutschland ist, aus Berlin, vom Springer Verlag. Diese Zeitung verkauft Schlagzeilen. Ja. Die dahinterstehenden Informationen sind meistens gar nicht so relevant. Es geht um die Schlagzeile. Das machen sie wirtschaftlich gesehen auch sehr, sehr gut. Ob das Ganze was nützt oder bringt, ist klar. Und Thema Information, was du mich vorher fragtest, auf keinen Fall. Jetzt haben wir auf der anderen Seite eine Zeitung, die häufig schon totgesagt worden ist, aber immer noch existiert und das auch relativ erfolgreich. Aus Hamburg, ein großes Wochenmagazin, Die Zeit. Bitte keine Schleichwerbung, möge man mir nicht unterstellen. Es ist von der politischen Seite her ein eher liberales Blatt mit sozialdemokratischen Tendenzen. Man muss das wissen. Man muss sich also auch in der Informationsbeschaffung aus solchen Zeitschriften, aus solchen Medien vorher Gedanken machen, wo kommen die her? Und das ist eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel haben, weil du das gerade auch ansprachst, Geschwindigkeit, Twitter, Facebook und so weiter. Neben der Information, die da geliefert wird, wird auch bewertet und ausgewertet, was uns interessiert. Und es wird vorgefiltert in diesen Medien, was wir zu lesen bekommen. Ja. Die Menge an täglich aktuellen Dingen, die uns eingespielt wird, ist ja begrenzt. Muss es auch sein, weil das, was täglich aktuell passiert, übersteigt bei Weitem das, was wir als aufnehmen können. Das geht jetzt auch wieder auf deine Ausgangsfrage zurück. Was mache ich denn? Lese ich alles? Das schaffe ich gar nicht. Ich habe ja nur 24 Stunden Zeit am Tag. Das brauchst du auch gar nicht.
Die Sache ist nur die, du musst wissen, Westgeisteskind sind die Urheber dieser Informationen. Und das hilft dir. Mhm. Wenn ich jetzt wieder mal einmal den Bogenschuss machen darf und auch nicht mich zu sehr verlieren in der Pharmazie. Ich habe ja gearbeitet als Apotheker, ganz normal in der öffentlichen Apotheke. Und habe häufig Leute gesehen, die informativ überfordert waren. Informationen aus dem Internet sich geholt haben zu Krankheitsbildern, zu Medikamenten, zu Alternativtherapien, aber sie überhaupt nicht bewerten konnten. Mhm. Das heißt, wir werden auf kurz oder lang werden wir zu einer neuen Dienstleistung kommen. Und zwar die sogenannten, ich nenne sie mal so, Informationsnormierer oder Bewerter. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wie will man das machen? Ich habe da noch keine Idee, aber irgendwie muss Information gefiltert werden auf ein vernünftiges Maß. Und das im Moment leisten eher, deshalb kann ich damit deine Frage zu der Thema Tageszeitung oder Wochenzeitung beantworten, leisten im Moment einfach, weil man mehr Rückraum hat, eher die Wochenzeitung als die Tageszeitung. Gesellschaftspolitische Herausforderungen, Umgang mit Informationen, Fakten, unglaublich Wissen, Wissensmanagement. Wir haben es gerade schon mal angesprochen, Politik. Wir haben das Problem eines zunehmenden Populismus im Bereich der Information. Es werden Dinge, die wir hier in Deutschland so als Schlagparolen oder Stammtischgespräche oder Thekenparolen haben, die werden als politische Information verkauft. Das ist keine Information, das ist Meinungsmache. Meinungsmache, die dazu führt, dass Leute, die nicht hinterfragen, aufgewiegelt werden. Und dieses Aufwiegeln ist politisch, gesellschaftlich gesehen extrem gefährlich. Ja, ich habe das Gefühl, dass manches früher zum Glück nur an der Theke besprochen wurde und dann nicht die große weite Welt erreichte und dass das heute dann vielleicht mit durchaus einer Infrastruktur, die gut genutzt werden kann, dem Internet, auf einmal viel zu schnell, vielleicht viel zu vielen Leuten geben wir dies vielleicht dann auch ohne nachzudenken teilen und sich auf einmal Dinge verfestigen, die ich persönlich dann nicht für gut erachte. Wir kommen da in einen Bereich, der mir immer sehr wichtig ist. Es gibt einen sehr, sehr bösen Spruch, ich hoffe, dass ich den jetzt richtig wiedergeben kann, von Albert Einstein, der sagt, zwei Dinge auf dieser Welt sind unendlich. Ja. Zum einen die menschliche Dummheit und zum anderen das Universum. Wobei er danach geschoben hat, beim Universum bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich halt Wissenschaftler bin. Ja, ich finde den super, ich kenne den auch, solange man den so sozusagen noch im Augenzwinkern erzählen kann, aber desto ernster es wird und ne, da muss man sich halt manche Entwicklungen in unserer Welt angucken, da darf man die Frage ja schon stellen. Albert Einstein finde ich ein gutes Stichwort, ein großer Mann, darf man das so sagen, ein glaube ich, intelligenter Mann. Gibt es, wenn ich dich so frage, Leute, die dich beeinflusst haben, beeindruckt haben, hast du Biografien zu Hause stehen oder verfolgst du sozusagen den einen oder anderen Bekannten? Gibt es sowas wie Vorbilder oder wie würdest du das definieren? Wovon lässt du dich beeinflussen? Erster Teil der Frage. Habe ich Biografien zu Hause? Ja. Habe ich sie alle gelesen? Nein, noch nicht. Interessiert mich das? Unglaublich. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag es eigentlich für mich persönlich nicht, Dinge oder Menschen zu heroisieren. Mhm. Also ich bin fasziniert von großen Naturwissenschaftlern, ob das die in ihrer Persönlichkeit völlig unterschiedlich sind, ob es ein Karl Friedrich Gauss war, Mathematiker, ob es parallel mit ihm lebend ein Alexander von Humboldt war, die völlig unterschiedlich an die Sachen herangegangen sind. Der eine reine Empirie, der alles ausprobieren wollte, der Humboldt, und der andere, der rein vergeistigt war, Karl Friedrich Gauss, der alles gerechnet hat. Dann haben wir einen Albert Einstein, ein Mensch, der faszinierend ist, aber auch verschroben war. Eine Sache, die mich persönlich extrem bewegt und die ich absolut faszinierend finde, ist die Kraft des Geistes zu sehen in jemandem, der eigentlich körperlich todkrank ist, dem auch früh schon prophezeit worden ist, er würde vielleicht noch 2 Jahre leben, Stephen Hawking, und der einfach bereit war, rein zu vergeistigt leben und den Geist im Prinzip über die körperliche Existenz zu stellen. Mhm. Absolut faszinierend. Trotzdem, meine klare Sache, ich möchte eigentlich jeden dazu aufrufen, für sich selbst sein eigenes Vorbild zu werden, sprich an sich selbst zu arbeiten. Damit haben wir wieder einen Bogenschluss zu dem, wovor wir vorher gesprochen haben. Mensch, befreie dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, hört sich fürchterlich hochtrabend an. Das heißt, keiner muss der bleiben, der er ist, sich weiterzuentwickeln, Bildung zu lieben und Bildung zu fördern. Wunderbar. Einfach Interesse haben an den Dingen, die passieren.
Punkt. Ich glaube, das können wir hier als Schlussstatement nehmen. Ich könnte stundenlang mit dir weiter philosophieren. Wir können auch irgendwann vielleicht mal die Witzestunde hier machen. Das ist unglaublich. Deine Klaviatur, die du da bespielst, macht mir riesig Spaß. Vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du mein Gast warst. Und ja, ich denke, wir setzen diesen Austausch gerne fort. Bitte versteh das nicht als Drohung. Ich komme auch gerne wieder. Stefan, vielen Dank. Ingo, es war mir eine Freude. Alles Gute, mir auch. Danke. Ja, also meine Hoffnung total erfüllt. Diesen Input von Stefan Böse-Hanning fand ich persönlich toll. Viele, viele Aspekte, über die ich wirklich nochmal nachdenken werde. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt es mir erhalten. Bis zu den nächsten Episoden. Ciao.